Liebe Pfarrkinder, jeden Morgen rufen die Glocken unserer Pfarrkirche St. Petrus Canisius zum Gotteslob der Heiligen Messe. Jeden Morgen. Aber werktags rufen sie fast vergebens. Heute am Sonntag, zur Frühmesse um 6 Uhr, kommen nicht viel mehr Gläubige. Am Sonntag will man einmal ausschlafen. Danach erfüllt man seine Pflicht. Mehr als die Hälfte der Pfarrkinder kümmert sich nie um den Ruf der Glocken. Und obwohl der Turm der Pfarrkirche, St. Petrus Canisius, mitten im Vorort steht, gehen sie achtlos daran vorüber. Er interessiert sie nicht. Von den rund 11.000 Einwohnern fährt ein großer Teil jeden Morgen in die nahe City, zur Bank, zur Verwaltung, ins Kaufhaus. Sie sind Angestellte. Die anderen sind Arbeiter in den Werken der nahen Schwerindustrie, die im Halbkreis um diesen Vorort liegt. Und der kleine Rest, Einzelhändler, Handelsvertreter, Kaufleute, ein paar Akademiker. Eine durchwachsene Pfarrei also mit ganz normaler soziologischer Struktur. Ganz arm und ganz reich, das gibt es in diesem Kölner Vorort nicht. Und wie steht es hier mit der Religion? So klar ist die Antwort nicht immer, wenn der Reporter fragt. Sind Sie evangelisch oder katholisch? Bitte? Sind Sie evangelisch oder katholisch? Nein, ich bin Hausfrau. Also katholisch. Ich bin keine ganz richtige Katholik. So wie wir alle sind, so ab und zu. Wie wir alle, sagte der Mann. Stimmt das? Schon am Sonntagmorgen um 7.30 Uhr ist die Kirche voll. Die Statistik drückt es ganz klar aus. Von den rund 11.000 Einwohnern des Vorortes sind 6.600 katholisch. Aber von ihnen müssen sich rund 3.000 Taufscheinkatholiken nennen lassen. Sie sind weder mit Glocken noch mit guten Worten zum Besuch eines Gotteshauses zu bewegen. Das wäre nach dem Gebot der Kirche zumindest am Sonntag ihre Pflicht, wenn sie nicht jünger als 7 Jahre, noch krank oder gebrechlich sind. Weitere 700 Katholiken kommen zumindest hin und wieder, wenn der Samstagsbummel nicht zu lange gedauert hat und das Wetter nicht zu schlecht ist. Oder sie kommen nur an hohen Feiertagen, Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Die Getreuen, im Sprachgebrauch der Kirche auch praktizierende Katholiken genannt, sind in der Minderheit. Sie kommen regelmäßig, empfangen die Heilige Kommunion mindestens einmal im Jahr, wie es vorgeschrieben ist. Ihre Zahl bleibt über Jahre konstant. Es sind rund 2000, ein knappes Drittel der Katholiken von Köln-Buchforst. Bleiben ca. 1000 Gläubige, die vom Gottesdienst entschuldigt sind. Alte, Kranke und Kleinkinder. Was halten die Leute vom Gottesdienst? Der Reporter fragt sie. Gehen Sie sonntags in die Kirche? Nicht regelmäßig. So ab und zu, Pfingsten, Ostern und Weihnachten. Ja, sonst nicht. Ich halte das so, jeder kann ja seinen Glauben, ja? So verteidigen wie immer, ja? Und dazu braucht man ja nicht in die Kirche zu gehen. Wissen Sie, was ich in der Schule gelernt habe? Und führt zum Kreuz wichtig die Spur. Und weißt du nicht den rechten Pfad, so fahre beim Gewissen an. Es weiß ja Deutsch, ihm folge nur. Und wenn du tust, was du mit deinem Gewissen vereinbaren kannst, tust du nichts Schlechtes. Ich brauche das nicht. Ja, darüber redet man nicht. Wenn ich das Bedürfnis habe, da gehe ich. Jeden Sonntag gehen? Nein, jeden Sonntag nicht. Unregelmäßig, ja. Aber meine Eltern sind sehr gut katholisch und ich müsste fast sagen, die gehen mehr als regelmäßig. In welche Kirche? St. Joseph. St. Petrus Canisius. Wissen Sie, gehen Sie in die Kirche? Sonntag, ja. Nein, das ist mir zu lästig. Ja, nicht jeden Sonntag. Regelmäßig, jeden Sonntag. Wenn ich sonntags nicht in der Kirche war, dann habe ich keinen Sonntag. Fehlt Ihnen was, ja. Seid ihr katholisch? Ja. Geht ihr regelmäßig in die Messe? Ja. Und dann? Um 9 Uhr ist Kindermesse und wieder eine volle Kirche. Über die Hälfte der Messbesucher sind Kinder. Jungen und Mädchen sitzen getrennt. Sie haben Anspruch auf ihren Sitzplatz, denn es ist ihre eigene Messe. Man kann sie so auch besser beaufsichtigen. Meine lieben Jungen und Mädchen, ich bin verpflichtet und muss euch den Rosenkranz predigen. Ob ihr wollt oder nicht. Ich weiß, ich habe es vorher Tag in der Schule wieder erlebt. Da kam die Antwort, ist doch so langweilig. Meine lieben Jugendlichen, mich drängt es, mit einem feurigen Worte in eure Seele hineinzubrennen, dieses Wort. Lernt den Rosenkranz beten, damit ihr die Wirklichkeit des Lebens erkennt
Und ihr werdet dann auch den Rosenkranz lieb haben. Und wir können uns an den Rosenkranz klammern, damit wir die Richtung nicht verlieren. Auch Eltern, die nicht in die Kirche gehen, schicken ihre Kinder zur Messe nach dem Motto, Religion kann nichts schaden. So vollzählig sie am Sonntag kommen, fast so vollzählig, gehen sie auch zur Kommunionbank. Um manchen gehbehinderten Rentner oder Invaliden auch hier in Buchforst behilflich zu sein, wird in diesem Monat jedoch nur an den Freitagen in der Zeit von 15 bis 18 Uhr Gelegenheit geboten, die Lebensbescheinigungen unterschreiben zu lassen. Man möge den Personalausweis mitbringen. Außer dieser Zeit ist es uns Geistlichen aus seelsorglichen Gründen nicht möglich, die Bescheinigungen zu unterschreiben. Man achte auf die festgesetzte Zeit. Die Kollekte am heutigen Sonntag halten wir, erzbischöflich angeordnet, für unseren Dom in Köln. Wir helfen alle nach besten Kräften mit, dass dieses große Bauwerk auch erhalten bleiben kann. Heute sammelt der Schweizer für den Dom. Wenn es um die eigene Kirche geht, nehmen die Geistlichen den Kollektenteller selber in die Hand. Die Methode hat sich bewährt. Der Ertrag ist dann fast dreimal höher als heute. Den Pastor und den Kaplan speist man nicht mit dem üblichen Groschen ab, wenn sie den Teller hinhalten. So kamen für den Wiederaufbau der Pfarrkirche in den letzten 10 Jahren rund 60.000 Mark zusammen. Sitzplätze frei sind oder nicht, die bleiben am Eingang neben dem Weihwasserbecken stehen. Man nennt sie deshalb die Weihwasserkompanie. Vielleicht stellen sie sich deshalb dorthin, damit sie schnell wieder nach draußen können. Aber es sind nur ganz wenige, die die Kirche vor dem Schlusssegen verlassen. Während der Priester in die Sakristei zurückgeht und die Kirche sich leert, läuten die Glocken schon zur nächsten Messe. Den ganzen Sonntagmorgen ist ein ständiges Kommen und Gehen. Nun rufen sie zur letzten, zur 11 Uhr Messe. Sie wird von allzu Eifrigen die Langschläfermesse genannt. Natürlich bedeutet das keine Wertordnung. Seitdem das Nüchternheitsgebot gelockert ist, wird auch in dieser Messe die Heilige Kommunion ausgeteilt. Gegen 12 Uhr kommen zum letzten Mal am Sonntag Gläubige aus der Kirche. Pfarrer Hülster aber kommt jeden Tag aus der Kirche. Er ist der Pastor der Herde des heiligen Petrus Canisius, 56 Jahre alt und seit 30 Jahren Priester. Als Primaner entschied er sich für diesen Beruf, Hirt einer Herde zu sein. Nach den theologischen Studien empfing er aus der Hand des Bischofs im Alter von 25 Jahren die Priesterweihe, war zuerst Kaplan in Wipperfürth und dann in Essen, bis er 1951 Pfarrer in Köln-Buchforst wurde. Dort wird er bleiben, wahrscheinlich bis an sein Lebensende, denn einen Pfarrer kann man nicht absetzen. Er kann in den Ruhestand treten, er kann Domkapitular oder Bischof werden. Pastor einer Herde zu sein, ist eine Lebensaufgabe. Wie sieht der Alltag dieses Pfarrers aus? Herr Brodesser, hier Pastor Hülster. Am 20. in diesem Monat, da wollen wir eine Wallfahrt machen nach Kevela. Könnten wir da wohl 3 Busse haben? Ja, wir schätzen so 125, 30 Personen. Ja, also sagen Sie mir dann rechtzeitig Bescheid
Und muss dann klappen. Wir fahren um 6 Uhr morgens ab, kommen abends um 20 Uhr wieder. Also den auf Wiederhören, ne? 3 Omnibusse für 125 Frauen und einen Fahrplan für die Wallfahrt nach Kevelaar. Arbeit an der Schreibmaschine, an Akten und Karteien, Sterbebuch, Lagerbuch, Urkundenbuch, Kommunionbuch, Intentionbuch, Kollektenbuch, Ehebuch, Firmenbuch, Pfarrchronik, Kassenbuch. Ob sich der Pastor einmal so seine Arbeit vorgestellt hat? Er sagt, das muss auch sein, das gehört zur modernen Seelsorge. Pastor Hülster? Herr Schmidt? Beerdigung? Wer ist denn gestorben? Frau Berger? So, wann soll die Beerdigung sein? Am Donnerstag. 10 Uhr? 10 Uhr schon. Ist das unbedingt nötig? Kann ich nicht verlegt werden, ich habe nämlich Unterricht, Schulunterricht. Ja, um 11 Uhr bin ich da auch noch in der Schule. Also gucken Sie mal, was zu machen ist. Gut, dann rufen Sie mich nachher noch mal wieder an. Herein. Entschuldigen Sie, Pastor, eine Dame, die möchte gerne sprechen. Gut, lass sie reinkommen. Ah, Frau Dufour. Guten Morgen, Herr Pastor. Guten Morgen, Frau Dufour. Pastor, ich möchte Sie noch mal zu Herrn Weber bitten. In der Dortmunderstraße. Ja, es geht ihm wieder schlechter. So, dann wird es doch besser sein, dass ihm die heilige Ölung geben. Ja, das wäre sehr. Muss dann alles vorbereitet werden. Gehen Sie schon vor, ich komme dann eine Viertelstunde nach. Schön, ja. Schöne Grüße. Dankeschön, auf Wiedersehen. Von Telefon, Schreibmaschine und Kartei eilt der Pastor an das Bett eines Sterbenden. Wie sind die Gewichte verteilt? Unterbricht er seine Seelsorge für die Büroarbeit oder die Büroarbeit für die Seelsorge? Es hängt vom Pastor ab. Die Bibel sagt, ist einer krank unter euch, so rufe er die Priester der Kirche. Sie sollen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken Heil bringen. Der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er in Sünden ist, so werden sie ihm nachgelassen. 59 Mal wurde im vergangenen Jahr in dieser Pfarrei die heilige Ölung gespendet. 11 Personen starben ohne die Tröstungen der Kirche. Der Pastor weiß es genau, er führt Kartei darüber. Er sagt, ohne eine gut geführte Kartei ist meine Arbeit nicht möglich. Frau Merkmann? Was? Die Putzfrau im Kindergarten hat wieder gekündigt? Wann will sie denn gehen? Ja, dann müssen wir aber gleich auf die Suche gehen. Oh, Frau Merkmann, das schaffen Sie schon. Alles Gute, Gute. Tja, so ist man Organisator, Bürovorsteher und schließlich auch noch Personalchef von 12 Kirchen angestellt. Ach, jetzt muss ich noch ein Haus einsehen gehen. Trost für den Sterbenden, die Sorge um eine neue Putzfrau, der Segen für einen neuen Anfang, den Einzug in die neue Wohnung. Das ist der Alltag des Pastors. Immer ist er unterwegs. In Zahlen ausgedrückt heißt das, er läuft so rund 200 bis 300 Kilometer im Jahr. Seine Wege führen zu vielen freudigen und traurigen Ereignissen. Ja. 70 Pfarrkinder wurden auf ihrem letzten Weg begleitet. Fast alle Buchforster-Katholiken, die starben. Auch die möchten ihre Angehörigen christlich unter die Erde bringen, die nichts vom Pastor an der Kirche halten, die weder Weihnachten noch Ostern ins Gotteshaus gehen. Auch sie möchten, dass zumindest ihre Kinder getauft werden. 63 Mal wurde im letzten Jahr die Formel des Sakramentes gesprochen. Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So geringschätzig junge Menschen oft über die Frömmigkeit sprechen, das Standesamt allein genügt ihnen selten. Zum Eintritt in die Ehe holen sich 6 von 7 Paaren den Segen der Kirche. Sie verzichten an diesem Tag auch nicht gern auf die große Hochzeit in Weiß, ungeachtet der Kosten. Übrigens,
Obwohl es die Kirche nicht gern sieht, gab es in dieser Pfarrei im vergangenen Jahr unter 59 neuen Ehen 17 Mischehen, fast ein Drittel. Die Kirche spendet die Sakramente ohne Entgelt, auch das der Trauung. Aber sie erbittet ein sogenanntes Stipendium. Bei einer Hochzeit sind das 5 Mark für die Unkosten. Wenn etwas davon übrig bleibt, fließt das in die Kollektenkasse, aus der die allgemeinen Kosten für Heizung, Strom, Kirchenschmuck, Kerzen etc. abgedeckt werden. Was übrigens verdient dieser Seelsorger, der hier noch guter Onkel beim Kinderfest spielt? Ein Pastor verdient nach 25 Dienstjahren monatlich etwa 1100 Mark brutto. Ein Kaplan hat in seiner ersten Seelsorgstelle ein Gehalt von etwa 600 Mark. Nein, nicht die Hexe! Die wird dich dann verzaubern, Kaspar! Nein, nicht verzaubern, nicht verzaubern! Was hast du denn dabei gedacht? Eben noch war der Pastor guter Onkel auf dem Kinderfest. Noch vor einer Stunde warteten die Kleinen auf einen Witz durch die Flüstertüte. Jetzt wartet eine Frau vor dem Beichtstuhl, wartet auf die Lossprechung von den Sünden. Denn Christus sagt, denen ihr die Sünden nachlasset, denen sind sie nachgelassen. Im vergangenen Jahr wurden rund 50.000 Kommunionen ausgeteilt. Nicht alle spendete der Pfarrer in der Kirche. Wenn jemand nicht zur Kirche kommen kann und die Sakramente wünscht, dann kommt die Kirche zu ihm. Dann trägt der Pastor die Sakramente ins Haus. Das war in früheren Zeiten eine kleine Prozession. 2 Messbuben, einer mit dem Glöckchen und einer mit der Kerze, gingen voraus. Und die Leute am Straßenrand knieten nieder. Heute geht der Pastor allein und unbemerkt. Der Straßenverkehr stört, die Messbuben sind knapp. Die Umwelt hätte kein Verständnis. Nur wenige Katholiken wissen, wann der Pastor die Hostie in die Gemeinde trägt und wann sie ihn nicht auf der Straße ansprechen können. Heute lässt nur noch die Haltung seiner rechten Hand erkennen, dass er die Hostie in die Häuser trägt. 40 Mal im Monat geht der Pastor diesen Weg, um alten und kranken Menschen den Trost der Kirche zu bringen. Beim letzten Abendmahl nahm Jesus Brot, dankte, brach es und gab es seinen Jüngern mit den Worten, nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Der Leib unseres Herrn Jesus Christus bewahre deine Seele zum ewigen Leben. Am Abend müssen noch die Einladungen für das ewige Gebet hinaus. Am besten und am schnellsten mache ich es allein, sagt Pastor Hülster und stellt sich selber an den Vervielfältigungsapparat. Die ganze Pfarre soll eingeladen werden, alle sollen kommen. Nächte werden zum Tag über diese Arbeit. Lohnt sich die Mühe? Werden die Männer und Frauen dieses Mal kommen? Oder werden es nur wieder die wenigen Getreuen sein, die er immer sieht? So ein Pastor hat es gut, sagen die Leute. Jeden Morgen liest er eine Messe und am Sonntag 2, dann noch Beichte und Andacht. Aber der Alltag dieses Priesters sieht anders aus. Sein Arbeitstag hat 12, 14, 16 Stunden. Niemand merkt, dass auch sein Schritt am Abend langsamer wird. Was weiß eigentlich die Herde des heiligen Petrus Canisius von ihrem Hirten? Wissen Sie, wie der Pfarrer heißt? Ja. Moment mal, ich will es da. Richtig. Ja, ist ein sehr guter Pfarrer, ne? Tja. Guter Pfarrer? Also nicht. Er vergibt mir persönlich zu Hause, nicht? Also ein richtiger Kaufmann. In Bezug auf die Neubauten. Wo die Kirche, die wir neu aufgebaut haben, nicht? Oh, ist sehr nett. Besonders für die Jugend. Er tut sehr viel für die, besonders für die heranwachsende Jugend. Oh. Er ist so ganz in Ordnung. Kaplan ist mir lieber. Kaplan Bruno Müller ist 32 Jahre alt und seit 5 Jahren Priester. Er kümmert sich hauptsächlich um die Jugend und gibt in verschiedenen Schulen den Religionsunterricht. So, nun wollen wir einmal die verschiedenen Glaubensgemeinschaften aufzählen. Heidi. Die Neuapostolische Kirche. Und evangelisch. Gut. Ja, die Neuamerikanische und die jüdische. Die jüdische Religion. Ja. Die Orthodoxen.
Wollen wir es mal richtig aussprechen? Wie heißt es, wer ganz genau sagt? Die orthodoxe Kirche. Die orthodoxe Kirche. Jetzt habt ihr aber noch eine ganz vergessen, die müssen wir aber da unbedingt auch nennen. Bitte, hier vorne Elfriede. Die katholische Kirche. Ja, natürlich. Der Kaplan hat 19 Religionsstunden pro Woche zu halten, sowohl an der Volks- wie an der Berufsschule. Das ist fast das Pensum eines Religionslehrers. Aber er sagt, es macht Freude, mit der Jugend zu arbeiten. Fast täglich führt sein Weg ins Jugendheim neben der Kirche. Meine Aufgabe ist es, dieses Heim mit Leben zu füllen. Mit diesen Kleinen hier natürlich habe ich es verhältnismäßig leicht. Die kommen in hellen Scharen. Der Kaplan ist heute in puncto Jugend bescheiden. Was er helle Scharen nennt, sieht an diesem Nachmittag so aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Jungen. Immerhin, die Kleinen kommen. Die Größeren ins Jugendheim zu locken, ist natürlich schon schwieriger. Da muss was Interessantes los sein. Ein interessanter Abend über Jazz. Thema Liebe und Ehe diskutieren. Aber schauen Sie, ich muss natürlich auch andere Dinge beachten. Ich muss mein Programm mit dem Fernsehprogramm abstimmen. Ist etwa ein interessantes Länderspiel im Fernsehen oder eine Milovic-Sendung, hat es wenig Zweck, dass ich hier was ansetze? Oder denken Sie an die Veranstaltungen sportlicher Art in der Stadt, spielt der FC? Dann wird natürlich auch so leicht keiner hier hinkommen. Tanzabend. Dann hat man natürlich ein volles Haus. Der Jugend wird heute eben sehr viel geboten. Wie gefällt dir denn dem Jugendamt? Gehst du da gerne? Oh ja, das sind viele Spiele und man kann das schon spielen. Kann man nicht mehr gefallen. Ich würde auch so ein Mädchen kennen. Jemand tanzen, Das Jugendheim wurde 1953 am Chor der Kirche errichtet. Ein großer Bau mit vielen Räumen. Er hat 97.000 Mark gekostet. Pfarrgemeinde, Bistum, Landesregierung und Stadtverwaltung teilten sich die Kosten. Nun treffen sich hier etwa 10-mal in der Woche Jugendliche zur Gruppenstunde und sonstigen Veranstaltungen. Insgesamt 20 Jungen und Mädchen und 80 Kinder. Hat sich der Aufwand gelohnt? Geht die Rechnung auf? Diese Rechnung geht wirklich nicht auf. Aber es scheint mir bedenklich, lebendige Menschen gegen harte D-Mark aufzurechnen. Sehen Sie, in unserem Jugendheim tut sich so vieles. Selbstverständlich 100 Jungen und Mädchen. Aber darüber hinaus 6 Messdienergruppen, der Kirchenchor, Frauengemeinschaft, Männer. Der Mensch hat effektiv keine Zeit für irgendetwas. Auch unsere Zeitschriften, die wir haben, gute Zeitschriften, von denen man sagen kann, die doch so weit vertrieben werden, werden doch, das darf man doch wohl sagen, kaum gelesen. Sehen Sie, Sport zieht noch am meisten. Diese Sportler in unserem Jugendheim, sie haben monatlich eine Veranstaltung, es wird erst über ein religiöses Thema gesprochen, kurz natürlich, damit man die Leute nicht überfordert. Und dann läuft ein Film über Sport. Oder es wird über sportethische Fragen gesprochen. Es ist klar, dass zunächst einmal in diesen Jugendgruppen, vor allen Dingen bei den Schülern, gespielt wird. Dass man hier weniger exakte Themen ausarbeiten kann und durchführen kann. Es wird halt gespielt. Alles trifft sich dort. Ganz zu schweigen von den vielen geselligen Veranstaltungen. Dieses Mal sind es die Alten der Pfarrei, denen sich der Pastor widmet. Wer sonst kümmert sich um sie? Guck
Das ist Caritas Institution und Gebot zugleich, das Gebot der Nächstenliebe. Armen, Alten und Kranken soll eine Freude gemacht werden. Sie werden ein Osterpäckchen bekommen. Ich bin seit 40 Jahren in der Caritasarbeit und habe dadurch wohl die ganze Pfarre kennengelernt. Und seit dieser Zeit bekümmere ich mich dann um die alten Leute und um unsere kinderreichen Leute. Und wenn Kranke sind, wenn Sterbefall ist, wo wir wissen, dass wir helfen müssen, dann sind wir da. Herr Pastor, ich komme gerade von der Herzstraße. Sie kennen Herrn Lochzing. Entsetzlicher Fall hat sich aufgehangen. Ich habe ihm bedingungsweise die heilige Ölung gespendet. Nun sind Sie ganz allein, die beiden Geistlichen, mit Ihrem Problem. Und es ist gleich ein zweifaches. Ein Mensch hat Selbstmord begangen und dazu noch einer, der aus der Kirche ausgetreten ist. Kann man ihn christlich beerdigen? Kein Bischof und kein Papst nimmt den beiden die Entscheidung ab. Denn die katholische Kirche lässt mehr Raum für freie Entscheidungen, als die meisten ahnen. Wie werden die beiden Geistlichen das Problem lösen? Dass aus der Kirche ausgetreten ist. An für sich sagt die Kirche, wenn kein Zeichen der Reue da ist, dann sind wir an die Gesetze gebunden und können schließlich den Mann nicht beerdigen. Ja, aber ein Zeichen der Reue. Lass mal suchen, Strohhalm. Wir müssen ja wirklich Priester sein und helfen. Helfen, wo wir nur eben können. Ja, ist denn der Mann irgendwie mal in der Kirche gewesen? Ja, vor einigen Wochen habe ich ihn auch noch mal in der Kirche gesehen. Also, ist doch ein Zeichen, dass der Mann nicht so ganz gottlos ist. Vielleicht hat er gerungen. Also, ich glaube, wir entscheiden es in diesem Falle. Wir beerdigen ihn. Und wir wollen dann auch vielleicht... Darf ich aber fragen, was würde man denn sagen? Stellen Sie sich mal vor, die Nachbarschaft, die das aber weiß, dass der Mann ausgetreten ist. Was wird die dazu sagen? Wolltest du, Herr, der Sünden gedenken, Herr, wer würde dann noch bestehen? Aber ich bin vergeben bei dir, das kann ich dir gut geben. Ich vertraue auf den Herrn, meine Seele vertraut auf sein Wort.